8 Gründe, warum er plötzlich aufgehört hat, dir zu schreiben. Erstens, er ist beschäftigt. Vielleicht hat er aufgehört, dir Nachrichten zu schreiben, weil er bei der Arbeit sehr beschäftigt ist und keine Pause machen kann, um mit dir zu reden. Du musst nicht gleich in Panik geraten, du solltest bis zum Abend warten und dann schauen, was passieren wird. Wenn er nach Hause kommt und immer noch nicht antwortet, kannst du ihm eine Nachricht senden, um zu sehen, was los ist. Ich bin mir sicher, dass er einen guten Grund hat, warum er dich nicht kontaktiert hat. Und wenn er dir bereits gezeigt hat, dass er dich mag, hast du nichts zu befürchten. Zweitens, er hält dich für aufdringlich. Manche Frauen können sehr aufdringlich sein, besonders zu Beginn einer Beziehung. Und manche Männer mögen das wirklich nicht. Also, was auch immer du tust, ersticke ihn nicht mit deinen Nachrichten. Lass ihn den ersten Schritt machen. Er ist derjenige, der sich anstrengen sollte, wenn er dich für sich gewinnen will. Halte dich eine Weile zurück und gib ihm eine Chance, sobald du siehst, dass er ein guter Kerl ist. Drittens, du hast etwas gesagt, was ihn beleidigt hat. Vielleicht hast du etwas gesagt, das du gar nicht böse gemeint hast, aber es hat ihn beleidigt und jetzt braucht er etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Es gibt Dinge, die Männer und Frauen nicht auf dieselbe Weise verstehen. Also sei nicht zu streng mit ihm. Gib ihm etwas Zeit und er wird sich bei dir melden. Und wenn du ihn besser kennengelernt hast, wirst du wissen, was er mag und was ihn verärgern könnte. Viertens, du bist immer die Erste, die sich bei ihm meldet. Ich verstehe, dass du diesen Kerl magst und dass du ununterbrochen mit ihm reden möchtest. Aber warte doch einen Moment mal ab und denke wie ein Kerl. Wenn er sieht, dass du immer die Erste bist, die ihm Nachrichten schickt, kann er das Interesse an dir verlieren. Warte also, bis er sich bei dir meldet und zeig ihm, dass du ein tolles Leben hast, auch wenn er nicht da ist. Lass ihn nicht sehen, dass du depressiv bist, wenn er nicht da ist, und verhalte dich völlig normal, egal wie sehr du ihn auch magst. Fünftens, er will nicht dasselbe wie du. Vielleicht willst du etwas Ernstes und auf der anderen Seite will er einfach nur etwas Lässiges. Das kann der Grund sein, warum er aufhört, dir zu schreiben, obwohl zwischen euch beiden eigentlich alles in Ordnung ist. Wenn sich nichts ändert und du siehst, dass du die Einzige bist, die es versucht, setz dich hin und sprich offen mit ihm darüber. Es ist in Ordnung, unterschiedliche Erwartungen zu haben, aber es wäre schön, wenn er das auch zugeben würde. Du verdienst echt nicht jemanden, der dir was vormacht und dich verarscht. Sechstens, du bist nur seine Bettgeschichte. Männer können sehr hinterhältig sein und dich glauben lassen, dass sie sich wirklich für dich interessieren. Wenn er dir also erst spät nachts schreibt und all seine Nachrichten einen sexuellen Kontext haben, solltest du wissen, dass du nur eine Bettgeschichte bist. Vielleicht schickt er auch anderen Frauen gleichzeitig Nachrichten und wartet nur auf Antworten von euch allen. Du solltest dich mit so einem Kerl nicht zufrieden geben, nicht mal für eine Sekunde, also sag ihm, dass er sich verziehen soll. Denk daran, dass es besser ist, alleine zu sein, als in schlechter Gesellschaft. Siebtens, du hast ihm zu viele persönliche Dinge erzählt. Wenn du ihm deine Lebensgeschichte erzählt hast, ohne ihn richtig zu kennen, besteht die Möglichkeit, dass er Angst bekommen hat, und das ist der Hauptgrund, warum er dir nicht antwortet. Deshalb solltest du einem Mann niemals etwas Wichtiges erzählen, bis du ihn besser kennengelernt hast. Ein Mann bekommt kalte Füße, wenn sich eine Frau, die er mag, ihm öffnet, weil er denkt, dass sie ihn sofort heiraten will.
Ich weiß, das ist eine seltsame Denkweise, aber so denken Männer nun einmal. Achtens, er ist bereits in einer Beziehung. Es tut verdammt weh, aber es stimmt. Einige Männer werden dir nur schreiben, um zu sehen, ob du dich in sie verlieben könntest. Und wenn das passiert, werden sie dich sozusagen ghosten, also schlichtweg ignorieren. Sie werden so tun, als ob du nicht existierst. Solche Typen sind echte Idioten, aber sie werden das mit vielen Frauen tun, nur um ihr Ego zu steigern. Sie tun es unabhängig davon, ob sie eine langfristige Beziehung haben oder nicht. Es ist wie eine Droge für sie und sie können ihr Verhalten nicht kontrollieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.